Hallo Leute, und da bin ich mal wieder. Zwei User-Fragen habe ich mir rausgepickt. Und ich bitte euch, verzeiht mir, wenn ich nicht auf alle Fragen eingehen kann. Es wird im Moment immer mehr. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Wenn ihr eine Frage habt, ein Projekt, das ich mir mal gerne angucken soll, bitte postet eure Frage unter dem aktuellen Video zu User-Fragen. Ansonsten muss ich jedes einzelne Video durchgucken, zu gucken, ob dort neue Kommentare sind und ob da vielleicht Fragen sind, auf die ich eingehen kann. Weil ich gebe mir wirklich Mühe, viele Fragen zu beantworten. Aber ich sag mal einfach, wenn die über den ganzen Content verstreut sind, dann fällt es mir schwer, alle Videos, alle Kommentare durchzugehen. Von daher bitte ich euch einfach, geht auf das letzte User-Fragen-Video und postet eure Frage darunter. Dann habe ich die alle auf einmal und kann vielleicht im nächsten Video auf sehr, sehr viel mehr Sachen eingehen. Ich habe zwei Fragen, die ich jetzt, auf die ich jetzt mal eingehen werde. Das ist hier von Flow Company. Und zwar, was ist mit Panthos? Gib mal bitte eine Prognose ab. Das habe ich mir hier jetzt extra rausgesucht. Wir sehen hier, dass wir seit dem 29. April einen ganz klaren Abwärtstrend hatten und wir jetzt hier aktuell noch ungefähr 70% im Minus sind. Was ich allerdings als sehr, sehr positiv sehe, ist Folgendes. Und zwar hier, wir hatten hier oder haben hier eine absteigende diagonale Linie auf Tagesbasis, die wir sehr, sehr oft nach oben angewickt haben, sage ich mal, angetestet haben. Und wir es nicht geschafft haben, diese nach oben hin zu durchbrechen. Das ist uns aber jetzt die letzten Tage gelungen. Hier nach oben ausgebrochen, angetestet. Und jetzt müssen wir gucken, was hier passiert. Ob wir weiter nach oben ziehen oder ob wir diese Linie nochmal antesten. Ganz klar schlecht wäre es dazu natürlich, wenn wir diese Linie, die mir sehr wichtig zu sein scheint, wieder nach unten hin durchbrechen. Dann schlagen wir sofort auf der 10-Cent-Marke auf. Und wenn es weiter runtergehen sollte, hier die 0,92 Cent. Falls wir darüber bleiben und sich das Ganze positiv entwickelt, sage ich einfach mal, ist das nächste Level, was wir beobachten müssen, hier ganz klar die 14 Cent. Warum? Woher kommen die? Wir sitzen aktuell auf einer wichtigen Marke, die sollten wir halten, die 0,1128. Und wenn wir diese halten, sehen wir hier, dass wir diese gelbe Linie hier sehr oft angelaufen haben, wo wir sie nach oben hin gebrochen haben. Beim ersten Wick hier angetestet, hier lange drauf gesessen, hier nochmal ein Wick. Dieses Level scheint wichtig zu sein. Falls wir die 14 Cent nach oben hin durchbrechen, haben wir vor uns nur noch hier diese kleine Marke bei ungefähr 16,3 Cent. Und wenn wir die überspringen, denke ich, dass es auch nicht mehr sehr, sehr lange dauern wird, bis wir hier All-Time High sehen. Wie gesagt, schlecht, wenn wir die 9 Cent ungefähr nach unten hin durchbrechen. Dann ist das nächste Level erst bei 7 Cent und danach die 4 Cent. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Einblick, einen kleinen Überblick verschaffen. Es geht hier ausschließlich um die technische Analyse, wie ich das Ganze sehe, weil mir die Charts sagen, wo ich Geld verdienen kann. Die zweite Frage, die ich gesehen habe, die ich beantworten will, geht hier. VeChain, das habe ich mir ebenfalls rausgesucht hier. Wir sind auch hier unter einer super, super wichtigen Linie, die hier oben verläuft. Und im Moment zwischen ja, einer Range gefangen, sage ich einfach mal. Das sehen wir ganz gut, wenn ich etwas näher rangehe. Wir haben hier unten, sehr wichtig, die Marke von ungefähr 0,057 Cent gehalten und sind dann umgezogen und befinden uns aktuell hier in diesem Kanal, den wir möglichst auch nicht nach unten hin durchbrechen sollen, denn dann schlagen wir sofort auf die 8 Cent auf und wenn die nicht halten, dann kommen als erstes die 7 Cent und danach wieder die ungefähr 6 Cent. Falls wir hier weiter nach oben ziehen, haben wir diese kleine diagonale Linie noch über uns, die ungefähr bei 0,93 Cent liegt. Wenn wir die nach oben hindurch springen, hier ganz klar die ziemlich genau 0,99 Cent.
Und wenn wir die obenhin verlassen, kommt diese super, super wichtige Linie, die wir hier angetestet haben und hier und dann vollkommen abmarschiert sind nach unten. Die ist sehr, sehr wichtig. Persönlich würde ich jetzt hier aktuell gar nichts machen, bevor wir nicht diese Linie nach oben hin durchbrechen auf Tageschartbasis. Denn dann kann ich mir auch hier vorstellen, dass es erstmal schnell auf die 14 Cent geht, danach die 18 Cent und dann All-Time High. Von daher würde ich ein Long wirklich erst ansetzen, wenn wir diese Linie nach oben hin durchspringen. Und dort sehe ich das hier. Diese gelbe Linie bei 8 Cent auf Tagesbasis wieder nach unten brechen soll, kann ich mir auch vorstellen, dass wir als nächstes hier, wie gesagt, die 7 Cent anlaufen und danach, wenn es schlecht kommt, die 0,5 Cent. Ich hoffe, ich konnte euch beiden damit einen Überblick verschaffen über die technische Analyse, wie es jetzt gerade aussieht bei den beiden Projekten. Wenn ich drin wäre, würde ich wahrscheinlich drin bleiben, es sei denn, wir brechen wichtige Marken nach unten. Dann würde ich versuchen, meine Verluste zu begrenzen. Ansonsten, sobald wir hier über diese diagonale Linie kommen, sieht es relativ positiv aus. Und bei Pantos, wenn wir hier diese Diagonale nach oben hinhalten, gleichzeitig diese horizontale Linie hier, sehe ich auch erstmal dieses an dieses und dieses Level anlaufen. Ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Start in diesen Dienstag und hoffentlich steigen eure beiden Coins wieder entweder dahin, wo ihr sie gekauft habt oder weiter, falls ihr sie unten gekauft habt.